Galka war ein Energiebündel. Sie war engagiert, wortgewandt, empathisch und vor allem erfüllt von einem tiefen Glauben an die Kraft der Kunst. Uns verband nicht nur unsere Herkunft Braunschweig und die tiefergreifende Freundschaft, sondern vor allem die Hingabe zur Kunst. Worauf kommt es mir an? In einer oder der anderen Seele ein kleines Licht zum Flackern zu bringen. Also gebe ich das Beste und mir Heiligste immer und jedes Mal wieder. Wie Galka mir sagte, wenn du irgendetwas malen willst, dann denke an etwas, schließe die Augen und sieh. Galka Scheier und Lette Waleska waren Schulfreundinnen und hatten von Anfang an, seit früher Jugend, ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis. Und Galka Scheier gab ihr den Tipp, als Fotografin zu arbeiten und vermittelte sie auch in die Filmwelt. Kaum zu glauben, dass wir beide hier mal zusammen die Schulbank gedrückt haben. Und wer hätte gedacht, dass ich ja auch mal unterrichten würde? Ja. Aber nicht handarbeiten und rechnen? Kinder müssen lernen, auszudrücken, was sie bewegt. Durch die Kunst. Oh ja. Die Lehrer hier waren ja nie enthusiastisch genug, aber daran fehlt es dir zum Glück nicht. Galka, erzähl mir doch noch mal, wie das damals war. Was hat deine Liebe zur Kunst geweckt? Oh Lette, das habe ich ja schon tausendmal erzählt. Aber na gut, weil du es bist. Als wir beide zusammen in Brüssel waren, da habe ich mich ja nach mehr Inspiration gesehnt, nach neuen Lehrern. Und so viele Künstler waren in die Schweiz gegangen. Und da bin ich nach Zürich und dort auf die Kunst von Alexei Jawlensky gestoßen. Das Werk der Buckel, das hat mich einfach ganz neu denken lassen. Da hat meine Liebe, nein, mein Verständnis von moderner Kunst überhaupt erst angefangen. Ja. Ich erinnere mich. Aber weißt du, was ich nie ganz verstanden habe? Warum hast du mit dem Malen aufgehört, wenn du doch gerade die Liebe zur Kunst neu entdeckt hast? Ich sah in seiner Kunst einfach viel mehr, als mein Schaffen je hätte erreichen können. Diese Botschaften da in den Werken, die mussten verbreitet und verstanden werden. Und da wollte ich Sichtbarkeit verschaffen. Und dann habe ich angefangen, Ausstellungen zu organisieren. Zuerst für Alexei und später für die Blaue Vier. Weißt du, meine Arbeit beruht hier absolut nicht darauf, Kunsthandel zu betreiben, sondern Kunstverständnis zu erwecken und zu entwickeln. Galka Scheier war eine Frau, die wirklich neue Maßstäbe gesetzt hat. Sie war eine der wenigen Förderinnen von zeitgenössischer Kunst. Das war sehr revolutionär und sie hat sich in diesem Markt, der von Männern dominiert war, wirklich durchsetzen können. Sie war ein Tornado, ein Wirbelwind, eine kleine Frau, die immer so lautstark ihre Dinge geäußert hat. Und sie war darin wirklich, entsprach sie dem Typus der neuen Frau der 20er Jahre. Bei Galka Scheier ist, glaube ich, entscheidend, dass sie eine Künstlergruppe gegründet hat, die nicht richtig nur inhaltlich funktioniert hat, wie es zum Beispiel der Blaue Reiter war. Sie hat eine Künstlergruppe gegründet, die auf Bewerbung, auf Vermarktung hin sozusagen ausgerichtet war. Sie war da Pionierin, denn sie hat diese Künstlergruppe nicht als etwas Akademisches betrachtet, sondern eigentlich wie eine Art Unternehmen bewirtschaftet. Es gab ein Logo, es gab ein Corporate Design. Das heißt, da hat man wirklich versucht, im Kunstmarkt selbst etwas auszulösen mit dieser Künstlergruppe. Und wie war das damals mit der Blauen Vier? Also wie ist es dazu gekommen und warum bist du nach Amerika gegangen? Ja,
mit Alexei war mein Leben ja schon eng verwoben. Mit Paul Klee war ich befreundet. Feininger und Kandinsky lernte ich am Bauhaus kennen. Und da waren sie alle. Wir gedachten der Redaktion des Blauen Reiters und gründeten im März 1924 einen freien Zusammenschluss aus Freunden. Die Blaue Vier. Ich sollte nach Amerika gehen, denn was könnte die Botschaften der modernen Kunst dort und überall, also auch für die kommenden Generationen, besser verbreiten als die Kunstwerke meiner vier blauen Könige? Perfekt. Gargashaya war tatsächlich sehr wichtig für die Wahrnehmung dieser Künstler, vor allen Dingen an der Westküste der USA. Man hatte in New York schon eine Kunstszene, die ein bisschen progressiver aufgestellt war. Da kannte man auch die großen Stars der europäischen Avantgarde. Aber im Westen, an der Westküste in Los Angeles, war das weniger vertreten. In Kalifornien war eher ein traditioneller Bildgeschmack. Und ich glaube, sie hat dafür gesorgt, dass gerade auch ganz berühmte Leute wie Marlene Dietrich, Greta Garbo, Fritz Lang und sowas aus der Hollywood-Szene, aus der Hollywood-Filmszene, dann ein bisschen zu Multiplikatoren wurden. Und sie hat auch dann mit Leuten wie zum Beispiel John Cage in Kontakt gestanden, war also auch in anderen Branchen da wirklich sozusagen mit den ganz modernen Leuten verknüpft und konnte so ein Netzwerk errichten, das die Künstler bekannter gemacht hat. Galka, erzähl mir doch noch mal von deiner Zeit mit den Großen aus Hollywood. Das Haus auf der Blauen Höhe, mit den Kunstwerken der Blauen Könige, hatte sogar die scheue Greta Garbo angelockt. Bezaubert und bezaubernd bewunderte sie die Farben der Bilder, sagte, sie verstehe nichts davon, wollte es aber gerne lernen. Ein anderer Star war Marlene Dietrich. Kultiviert, raffiniert, ebenfalls schön und lebhaft. Wir haben uns sehr angefreundet. Ich half ihr, einen Teil ihres Hauses mit Kunstwerken der Blauen Vier umzugestalten. Ach ja, das war schon eine tolle Zeit. Und du hast mir ja auch so viele Türen nach Hollywood geöffnet, wofür ich dir ewig dankbar sein werde. Also, haben sich all deine Wünsche in den Blauen Höhen erfüllt? Also weißt du, diese Kunst ist keine Ware. Dass es so schwer ist, Bilder zu verkaufen, liegt vor allem daran, dass die Menschen diese Kunst noch nicht verstehen und wenn man sie dazu überreden würde, sich etwas in ihnen dagegen auflehnt. Daher halte ich es manchmal für sinnvoll, ruhig Bilder zu verleihen, damit sie sich von selbst verkaufen. Marlene Dietrich gab große Gesellschaften und die Werke wurden von vielen Stars gesehen. Aber je mehr ich diese Menschen kennenlernte, desto mehr konnte man fühlen, dass sie nur im Grunde mit sich selbst beschäftigt sind und Kunst außerhalb ihres Wesens liegt. Ein Glück kam die beste Freundin mit neuem Geist und freiem Sinn. Die Bilder bewegt und persönlich, so gar nicht starr und gewöhnlich. Da sehnen sich bald nicht die Kleinen, sondern die Großen auch so zu scheinen. Dafür lohnt sich's nach Hollywood zu gehen, wenn die Stars das Talent von Lette sehen. Wie aufregend war doch die Zeit in Hollywood, in Japan und Bali. Doch meinen Koffer in Braunschweig, den vergesse ich. Gargashaya entstammte einer jüdischen industriellen Familie
Und sie war in Kontakt mit Braunschweig, mit Künstlern, die hier gelebt haben oder gearbeitet haben. Das sind Gustav Lehmann, war einer, Albert Hamburger. Das sind Künstler, die auch teilweise so impressionistisch ein bisschen gearbeitet haben. Und das war ihre Anbindung an Braunschweig, so in ihren frühen Jahren. Sie ist schon relativ früh auf Reisen gegangen und dann hat sie tatsächlich Deutschland verlassen, 1924. Um gerade auch mit der neu gegründeten Künstlergruppe, die Blaue Vier, dann in Amerika zu arbeiten. Also die engste Beziehung hatte Galka Scheil zu Alexei von Jawlensky. Sie hat mit ihm ja auch ein bisschen ihre Biografie geteilt. Sie war mit ihm in Ascona, ihm in der Schweiz unterwegs und es war eine enge, sehr enge Verbindung. Den Alexei mochtest du schon gerne, oder? Ja, das weißt du doch. Mit ihm hat alles angefangen. Aber der hat sich ja dann sehr für dich interessiert. Da war ich sogar ein bisschen eifersüchtig. Ja, ich wusste das ja gar nicht damals. Also, bis du es mir dann erzählt hattest. Geikerlein, sag doch mal, bist du glücklich mit deinem Leben? Ich meine, hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du was verpasst hast? Wie meinst du das? Naja, du hast ja nie geheiratet oder Kinder bekommen. Und du hast aufgehört zu malen. Generell hast du deine Zeit fast ausschließlich anderen Künstlern gewidmet. Also, weißt du was? Ich weiß, dass ich mein Leben mit niemandem tauschen möchte. Und dass die Gründung der Blauen Vier und das Vertrauen dieser Künstler für mich Belohnung genug ist, um mit meinem Schicksal zufrieden zu sein. Also ein Ausstellungsaufbau ist tatsächlich fast so aufregend wie bei einem Zirkus, der aufgebaut wird. Wir waren also ganz gespannt und aufgeregt, als aus der ganzen Welt Transporte bei uns eintrafen und die Spitzenwerke von Kandinsky, Klee, Jawlensky und Feininger bei uns abgeliefert haben. Wir haben dann einen Aufbau gefunden, der spannend ist, der viel erzählt und der auch sehr linear aufgebaut ist. Wir haben ganz präzise mit den Lasern alles vermessen und dadurch hängt alles auf einer Höhe. Ich habe nur eine Befürchtung. Wenn Galka Scheier, die ein kleiner Tornado war und Unordnung liebte, hier reinkäme, sie wird vielleicht ein wenig lästern, weil diese Ausstellung so sauber, so clean ist und alles so gerade und linear hängt. Ich habe aber auch eine, sagen wir, Hoffnung, denn wir haben in die Ausstellung auch ein zeitgenössisches Atelier integriert. Da gibt es ein wenig Chaos, da gibt es Radiatoren, Staffeleien, Farbeimer stehen da wild rum und ich hoffe fast, dass Galka Scheier bei diesem kleinen Chaos dann zufrieden wäre. Nee, das ist mir zu linear, zu geordnet. Das hätte sie doch ruhig ein bisschen... Ah! Verspielter machen können. Kunst ist ja immer ein offenes Spiel. Ja, genauso. Woran denkst du gerade? Weißt du, wenn ich Alexei Modell gesessen habe, dann hatte ich das Gefühl, er hat mich beim Zeichnen so richtig ertastet. Das war sehr intim. Womit sich Lette Waleska in ihrer Kunst auseinandergesetzt hatte, war auch ein Teil von Galka Scheier. Der Religionsunterricht vom 7. bis zum 13. Lebensjahr im Gemeindehaus der Synagoge, aber auch die Angst um die Brüder und ihre Familien in Braunschweig, die während des Nationalsozialismus durch Galkas Hilfe lebend, aber zwangsenteignet nach Amerika nachkommen konnten. Ihre Mutter starb
am 24. Februar 1941 in Hannover. Du hast so viel erreicht, Galka. Fragst du dich je, was passiert wäre, wenn du deinen Ängsten nachgegeben hättest? Also, Sorgen hatte ich ja viele, aber Ängsten wollte ich eigentlich keinen Raum geben. Ich hatte immer Glauben in die Blauen Vier. Und ich sah die Zukunft in den Kindern, die ich unterrichtete. Ich glaube ja, die meisten von uns haben als Erwachsene das kreative Kind in sich vergessen. Dabei hat die Kunst die Kraft, Menschen zu verbinden, zu befähigen und ein tieferes Verständnis vom Sein zu schaffen. Und dass du mir die Geschichte erzählst von den Blauen Vier, das hast du mir versprochen. Da sagt sie, ich habe genug über die Blaue Vier gesprochen, zu meinen Zuhörern, auch zu dir. Und sie wird eines Tages erscheinen. Ich erlebe es nicht mehr. Aber du wirst es erleben. Vielleicht schreibst du es selbst. Du weißt genug.